Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Wir befinden uns hier in Osten in einer Ausstellung über den Maler Dietrich Rutsch. An meiner Seite habe ich jetzt hier Herrn Karl Otto Richter, der diese Ausstellung organisiert. Herr Richter, seit wann läuft diese Ausstellung und wie lange läuft sie noch erstmal? Die Ausstellung wurde eröffnet am 10. Mai 2009, genau an dem 50. Todestag von Dietrich Rutsch. Und das war eine sehr gut besuchte, sehr lebhafte Runde, die sich hier eingefunden hat. Und es kamen mehrere zu Wort, auch der Bürgermeister, der Heimatpfleger, der Heimatverein. Und zum Schluss habe ich eingeführt in das Leben und Werk Dietrich Ruschs, mit dem ich mich schon seit längerem beschäftige, weil meine Großeltern und meine Eltern mit ihm befreundet waren. Und ich bin jetzt pensionierter Lehrer. Ich habe mir vorgenommen, Dietrich Rutsch mal in etwas breiterer Weise zu würdigen. Er ist eben nicht nur Heimatmaler gewesen im engeren Sinne, sondern er hat sich in der Welt umgetan. Dass wir ihn alle als Heimatmaler lieben, das ist allgemein bekannt, aber er ist eben auch, wie gesagt, mal jung gewesen, hat sich umgetan in der Welt. Und meine Ausstellung lautet deshalb, von der Oste nach Taormina. Das war so der südlichste Punkt, wo er als Maler sich aufgehalten hat. Und das kommt auch in der Ausstellung hier zum Ausdruck, diese Breite. Einmal von der Geografie her die Breite, aber auch vom Oeuvre im Sinne der verschiedenen Bereiche, der verschiedenen Genres. Also er hat nicht nur Landschaften gemalt, wie man annehmen könnte, weil er sich auch Landschaftsmaler genannt hat, sondern er hat Stillleben gemalt, er hat Interieurs gemalt, er hat Porträts gemalt. Also er hat die ganze breite Palette eigentlich als Maler wirklich durchmalt, wenn ich mal so sagen darf. Und das, wie gesagt, kommt hier, glaube ich, zum Ausdruck. Es sind über 90 Exponate, die man hier sehen kann. Ich habe die Schaufenster meiner Vorfahren, es ist hier ein altes Kaufhaus, Kaufhaus Otto Richters, die habe ich genutzt, sodass wirklich diese ganz erstaunliche Anzahl von über 90 Bildern hier ausgestellt werden konnte. Das ist erstmal die Einführung von Richter. Wir unterhalten uns gleich weiter, auch mit einer Zeitzeugin noch. Und wir wollen erstmal den Maler zeigen auf dem Foto hier, dieses Großfoto, was wir hier haben. Wie alt ist er dort etwa auf diesem Foto? Also hier wird er so Anfang 80 sein, etwa schätze ich mal. Und genau kann man es nicht sagen, aber er war ja bis zum Schluss wirklich tätig, hat sich wirklich mit der Malerei intensiv über 90. Lebensjahr hinein intensiv beschäftigt. Und hier sieht man auch durchaus noch in diesem Foto die Intensität des Künstlers. Ja, Herr Richters, jetzt wollen wir ja mal einige Bilder angucken. Hier haben wir ja ein ganz kleines. Können Sie dazu was sagen? Das ist das ältest erhaltene Ruschbild, das er als 17-Jähriger gemalt hat, und zwar aus dem Fenster seines Deichhauses. Er blickt rüber über den Marktplatz, und zwar um 1880. Der Baumboom, der große Bauboom, setzte erst um 1900 ein hier am Marktplatz. Dieses sehr eindrucksvolle Bürgerhaus, das hier jetzt zu sehen ist noch, die ehemalige Bäckerei Alf, war noch nicht vorhanden. Wohl aber hat es schon gegeben das Oellrich-Haus, dieses weiße Fachwerkhaus. Und das Organistenhaus und die Bürgerhäuser, die sich anschließen, hat es ebenfalls noch nicht gegeben. Der baumumwachsende Marktplatz war auch noch nicht vorhanden, wie man hier sehen kann. Hier haben wir ein größeres Bild mit einer älteren Dame drauf.
Und wer ist das, Herr Richter? Das ist seine Mutter, die an der Oste sitzt. Wir haben den Blick auf die Oste und über den Deich nach Basbek rüber. Dieses Bild hat Rusch sehr geliebt, denn er hat es um sich gehabt in der Wohnung. Und er hat ja auch seine Mutter in späteren Jahren, als sein Vater verstorben war, unterstützt. Ja, der Vater war Ziegeleibesitzer, ne? Der Vater war Kaufmann und Ziegeleibesitzer, war also vermögend und gehörte zu dieser Runde, die dort zu sehen ist. Das sind die. Das ist der sogenannte Bürgerverein, der hier beisammen sitzt. Ja, so, jetzt ruhig halten. Der Bürgerverein. Der Bürgerverein von Osten. Und in dieser Runde ist allerdings auch zu sehen Dietrich Rusch. Allerdings, wenn man so die etwas saturierten Honoratioren hier der Gemeinde sieht, dann fällt auf, wie bescheiden Rusch sich im Hintergrund aufhält. Aha. Er hatte schon in Weimar studiert und hat sicher etwas anderes wollen, als nun hier in Osten ein Kaufmannsdasein weiterzuführen, wie es sein Vater geführt hat. Mhm. Rusch war schon in Weimar gewesen, hatte schon dort studiert und hatte seine Malerei im Auge und eigentlich nicht die Welt mehr, die er hier noch zu verkörpern scheint, in der Nachfolge seines Vaters. Ja. Kommen wir mal zu einem Interieur. Das ist die Scheune. Das ist ein dunkel gehaltenes Öl auf Leinwand, ganz dunkel gehaltenes Interieur. Wo ist das? Das ist seine Scheune, die also an der Oste stand und in der er auch eine richtige Werkstelle hatte. Er war ein Handwerker und konnte also auch Schränke bauen, ein ganz beachtlicher sogar. Ich selbst besitze einen Schrank, den er aus Zuckerholz gebaut hat. Mhm. Und diese Welt der Interieurs, die hat er überhaupt geliebt. Dieses Halbdunkel, dieser Lichteinfall von der Tür her, vom Fenster her. Und er hat es, also seine Motive auch, die sich darboten im engen häuslichen Kreis sozusagen, die hat er wahrgenommen und auch malerisch festgehalten. Nicht das große Motiv in der Ferne, sondern das naheliegende Motiv. Und da er Interiors liebt, ist das hier eine wunderbare Darstellung seiner eigenen Welt. Man sozusagen sieht den Meister da drin, auch den akademisch ausgebildeten Maler. Ja. Rusch konnte es sich erlauben, da sein Vater vermögend war, auf der damaligen großherzoglichen Kunstschule in Weimar zu studieren. Er dürfte überhaupt der erste Ostner gewesen sein, der solchen schönen Unterricht wahrnehmen konnte. Das gilt ja vor allen Dingen auch für die Italienfahrten, die er von Weimar dann später unternommen hat. Hier galt es zunächst, sich dieser harten Aufgabe zu stellen, im Atelier ein Stillleben zu bewältigen. Wir sehen hier so eine Zusammenstellung, die man auch auf zeitgenössischen Gemälden wiederfinden wird. Also Requisiten, die dort auf der Akademie vorhanden waren, wurden sinnvoll zusammengestellt und jetzt galt es, das also malerisch zu bewältigen. Hier fällt ja auf, dass Faltenwurf eine ziemlich dominierende Rolle spielt und man kann natürlich auch in dieses Interieur jetzt Symbolik hinein sehen. Also die Göttin, die Schönheit, die über allem. Ja. Aphrodite und die also hier jetzt über der Erde schwebt, die Schönheit, die aber auch verletzbar ist. Ja, ja, ja. Dann die männliche Widerstandskraft, männliche Kampfeskraft, ja. Keramikteller, Krug, also eine mehr männlich geprägte Welt, brauntönig hier. Mhm. Und diese Silberdistel, das ist ja ein ganz altes Symbol, mit dem könnte man mal nachforschen, was das also im Zusammenhang einer Symbolik hier vielleicht an tieferer Bedeutung mitbringt. Aber auf jeden Fall musste er hier wirklich sich
einem harten Maltraining stellen. Und er hat dieses Bild sogar in Bremen auf einer Ausstellung. Ach so. Mal, so. Er ist übrigens, hier ist der Gegensatz. Er lernte dort an der Akademie einen jungen Düsseldorfer Landschafter kennen, der sagte, raus aus der Dunkelheit des Ateliers, vor die Natur, raus in die Natur. Und hier sehen wir also Dietrich Rusch vor der Natur mit seiner Feldstaffelei, die ich übrigens dort im Schaufenster ausgestellt habe. Und das hat der Maler Oskar Herford, oder? Ja, das ist ein Studienkollege gewesen, der auch in späteren Jahren freundschaftlich mit ihm verkehrte. Und hier sehen wir so eine vor der Natur hingelegte Studie, die für uns heute einen besonderen Reiz haben, diese spontanen Studien, die noch nicht mit dieser akribischen Genauigkeit und Feinheit, die nachher im Atelier von Rusch durchaus dann vollzogen wurde. Diese Lockerheit und Spontanität, wie gesagt, macht diese Studien sehr wertvoll für uns heute. Ja. Herr Richters, das ist die Weimarer Zeit jetzt, nicht? Die wir hier so haben, hier oben diese Bilder, die hier sind. Die Weimarer Zeit, die hier nachklingt. Es sind also Weimarer Freunde hier in Osten aufgekreuzt, beziehungsweise hier in der Landschaft von Dietrich Rusch. Und da oben haben wir eine Deichlandschaft Richtung Achthöfen, die hier die von ihm sehr geliebten Tagelöhnerhäuser zeigt, den breiten Deich und dann noch ein kleines Stückchen Oste auf der linken Seite. Und das Interessante ist jetzt, dass Rusch dieses Motiv mehrfach verwirklicht hat, aber auch jetzt wiederzufinden ist in einer Lithografie, die ein Freund hier angefertigt hat. Die habe ich vor wenigen Wochen in Norderstedt entdeckt, diese Lithografie. Und sie zeigt, dass auch die Weimarer Freunde die Landschaft, die Rusch geliebt hat, auch interessant und liebenswert fanden. Ja. Max Merker ist das, dieser sehr bedeutende Weimarer Maler, der hier offenkundig, also auch mit Rusch zusammen auf dem Deich gesessen hat. Denn er hat hier nicht den Rusch nur kopiert, wie man sieht. Rusch beendet sein Bild hier und Merker lässt es hier noch weiter ausschwingen mit dieser Karte. Und Sie können sich vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich dieses Bild entdeckte, weil mir dieses Motiv etwas bedeutet oder sehr viel bedeutet. Und der Vergleich dieser beiden, der Werke dieser beiden Freunde, der spricht ja für sich. Ja. Ja, jetzt haben wir ja wieder ein ganz anderes Motiv mal. Wanderjahre haben Sie das hier betitelt, da sehe ich ein Schild. Wanderjahre. Ja, mit diesem Max Merker, der hier vertreten ist mit einer Lithografie, wie wir eben sahen, der ist auch mit Rusch zusammen im Harz gewesen. Das kann ich an mehreren Belegen aufzeigen. Und Rusch hat überhaupt auch Gesteinsformationen, alte, von der Zeit geprägte Steinsformationen geliebt. Und das ist hier an der Teufelsmauer im Harzvorland bei Blankenburg. Ja. Motiv von Lübeck sehen wir hier noch. Und Verona. Rusch ist in seiner Wanderjahrzeit diesseits der Alpen weit rumgekommen. Lübeck, Sachsen-Anhalt, Harz, wie wir sahen. Hier jetzt jenseits der Alpen hat er gemalt in Verona, in Rom, auf Capri und Anna Capri, Amalfi und, das war jetzt das Stichwort für mein Plakat, in Taormina auf Sizilien. Dies ist ein Bild mit der berühmten steinernen Brücke in Verona. Ja, Herr Richters, hier ein paar sehr schöne Mädchenporträts. Das Bild, das großformatige Bild hier, stellt da meine Tante, die Schwester meines Vaters, mit etwa 11, 12 Jahren. Ja, auch das Kleine. Ja,
Ist auch ein, in meinen Augen ein sehr hübsches Porträt mit dieser kleinen, mit diesem Mädchen dort im Freien sitzend, ein bisschen mucksches Gesicht, sonnenbeschienene Bluse, sonnenbeschienener Rock. Also eine ganz wunderschöne Studie mit einem Haus, das nur so angedeutet ist im Hintergrund. Also diese Luftigkeit der Atmosphäre und Leichtigkeit, die ist auch nicht so jedem bei Dietrich Rusch bekannt. Jetzt stehen wir wieder vor einem sehr schönen Bild. Die Osten im Hintergrund zu sehen, vorne die Oste. Was mir aber auffällt, wo ist denn die Schwebefähre? Denn das Bild ist von 1936 und die Schwebefähre ist nicht drauf. Eine Pramfähre sehe ich da. Die gab es doch gar nicht mehr, die Pramfähre. Wie kommt das? Richtig. Rusch ist im Fährausschuss gewesen, hat die wirtschaftliche Notwendigkeit wohl erkannt, die sich jetzt stellte nach der Jahrhundertwende, gut über die Oste rüberzukommen. Bahnverbindung gab es jetzt inzwischen. Und der Osteort musste sich also hier wirklich um eine neue Verkehrsverbindung über die Oste kümmern. Das hat Rusch eingesehen. Aber sein Malerauge hat also diese Schwebefähre nicht bejaht. Das alte Bild seiner Jugend, seiner Kindheit und Jugend hat er sich bewahrt bis in die 50er Jahre. Er hat dieses Ostenmotiv, Ostenpanorama, immer wieder gemalt, immer wieder ohne Schwebefähre. Zuweilen lässt er den Pram wieder auf, den Pram von Klaus Drewes wieder aufleben, so auf diesem Bild von 1936. Ich habe aber auch ein Bild, in dem er die Fährverbindung überhaupt weglässt. Dort sehen wir eine Variante. Er hat dieses Bild gemalt in der Spättagessonne, am späten Nachmittag. Und hier hat er den Pram 1945 wieder ins Bild gebracht. Ist ja hier zu sehen, ich zeige das mal. 1945, hier hat man die Assoziation, dass er dankbar war, dass dieser schöne Ort hier nicht durch eine Bombe lädiert worden ist. So jedenfalls könnte man, diese Assoziation könnte man haben. 1952 hat er es nochmal gemalt, das hängt in Bremen, diese Variante. Auch da hat er den Fährpram wieder aufleben lassen. Die französischen Maler haben ja ähnliche Probleme mit dem Eiffelturm gehabt und haben, die Impressionisten haben den Eiffelturm auch beiseite gelassen. Erst 1919 hat ein abstrakter Maler den Eiffelturm sich zurechtgebogen sozusagen. Aber die Landschaft oder das Gegebene sich zurechtbiegen, das war überhaupt nicht Ruschs Sache, sondern er hat sich mit dem auseinandergesetzt. Er hat wohl sorgfältig das Motiv ausgewählt, aber dann hat er sich auch wirklich ehrlich mit dem Motiv auseinandergesetzt, das ihm vor Augen stand. Ja, hier haben wir ein Motiv von Rusch. Das ist, wann ist das? 1913, nicht? Datiert. Das Heilige Abendmahl. Ja. Sowas hat er auch gemacht. Ja. Hängt das irgendwo hier in der Kirche oder sowas in Osten? Ich bin unter diesem Bild noch konfirmiert worden. Es ist dann in den 60er Jahren von dem damaligen Pastor entfernt worden vom Altar und durch ein anderes Altarbild ersetzt worden, das jetzt auch dort noch zu sehen ist. Es hat dann eine Zeit lang hinter dem Altar gestanden, zu meinem großen Kummer. Jetzt hängt es im Gemeindesaal, wird dort aber nicht so gesehen, wie man vielleicht dieses Bild doch sehen sollte. Und ich habe mich entschlossen, es in diese Ausstellung einzufügen, denn es ist eine Besonderheit, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was die beispielsweise die Dunawattmaler gemalt haben oder andere Freiluftmaler. Rusch hat hier sich wirklich in einer Phase religiöse Besinnung, habe ich das genannt, hier dieses kleine Thema auf diesem Aufbau hier, wirklich mit geistlichen Themen beschäftigt. Er hat von der Kirche erbeten eine Kreuzigungsgruppe, die er restauriert hat, und hat stattdessen dann der Kirche dieses Abendmahlsbild geschenkt. Das Besondere ist, dass er hier Ostener Köpfe porträtiert hat, Ostener Bürger. Ja. Und auch, sagen wir mal, diese alte christliche Szene des letzten Abendmahls Jesu, dass er die an die Bürger herangebracht hat, auch mit dem Ostener Kelch. Ah ja, der steht noch in der Kirche.
Der steht ist, in, ja, ist da noch vorhanden. Der ist noch vorhanden. Hier sind einige auch heute noch klar zu bezeichnende Ostener Bürger. Der Uhrmacher Holthusen, der Rektor Biermann, der später Pastor wurde, und der alte Gastwirt Peter Moje und andere. Und der Biermann hat es auf sich genommen, den Judas zu verkörpern. Ja. Naheliegend ist für viele diese Gestalt. Ja, stimmt. Wenn man genau hinguckt, so ein bisschen hinterlistig guckt, aus dem Augenwinkel heraus, oder? Für mich ist auch bedeutsam eine etwas leisere Figur. Der ist gegürtet, der ist gegürtet, der ist nicht gegürtet, fällt heraus. So, ja. Der ist gegürtet, auch der, auch jener. Alle Gesichter sind irgendwie angedeutet zumindest. Und dieses Gesicht ist nicht zu sehen. Ja. Da habe ich aber noch mal eine Frage, die gar nicht zum Maler gehört. Wir haben ja hier den Kelch, das ist ein Silberkelch. Osten hatte ja auch eine eigene Silberschmiede, ne? Ja. Ist das noch aus der Oster-Silberschmiede? Der Gemeinde geschenkt worden vom König. Hier haben wir eine ganze Palette kleinerer Ruschgemälde, verschiedenen Leuten auch, nicht? Das ist nicht alles ihre. Das ist richtig. Die Bilder kommen aus ganz Deutschland. Es sind auch meine dabei und vor allem von Elli Ludwig sind es eine Reihe von Bildern, aber eben wie gesagt auch aus Süddeutschland und auch aus Norddeutschland in anderen Bereichen. Mir lag daran, hier diese relativ kleinformatigen Bilder so als buntes Panorama nochmal aufzuzeigen. Ist hier zu unterscheiden zwischen Bildern, ein Bild ist für Rusch ein perfekt ausgefeiltes Bild, und Studien, und diese Studien finden sich im Nachlass des Gesamtövres, und die sind für uns besonders reizvoll, weil sie spontan vor der Natur entstanden sind, einen lockeren Pinselstrich zeigen, auch einen kräftigen Pinselstrich, wie man es sonst nicht unbedingt bei ihm sieht. Und diese spontan vor der Natur entstandenen Studien, die sind also für mich von besonderem Reiz und besonders wertvoll. Aber man kann hier auch auf dieser Palette selbst mal fragen, ist es eine Studie oder ist es ein perfekt ausgemaltes Bild? Wir haben ja eben schon eine Dame genannt, Elli Ludwig. Und wir setzen uns gleich mal an den Tisch und wollen uns dann mit Frau Elli Ludwig auch mal unterhalten. Ja. Sie ist ja so eine Art Zeitzeugin, ja, kann man denn ja sagen. Ja, liebe Zuschauer, nun sitzen wir hier in einer kleinen Runde. Ich habe hier dazugeladen Frau Elli Ludwig hier aus Osten. Sie ist eine Zeitzeugin, mit dem Maler auch noch bekannt gewesen. Und Frau Christa Hollmann. Christa Hollmann kennt den Maler persönlich auch noch. Ja. Genau. Aber wir kommen noch mal eben zu Herrn Richters. Er hat nämlich hier gerade mal ein Buch herausgeholt, wo er einen Aufsatz über Herrn Rusch geschrieben hat. Das Buch heißt Die Oste, ne? Ja. Dieses schon seit mehreren Jahren im Handel zu kaufende Buch. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, Onkel Rusch, ein Maler an der Oste. So habe ich diesen kleinen Aufsatz hier genannt. Ich habe diese Gelegenheit also genutzt, Rusch mal wieder vorzustellen. Es war ja eine Rusch-Ausstellung von Elli Ludwig 1980, wo dankenswerterweise ein Teil des Nachlasses vorgestellt wurde. Aber jetzt war es mal an der Zeit, auch Rusch wieder hier in einem kleinen Aufsatz zu würdigen. Ich frage mal, ein spezielles Buch über Rusch, ist das in Vorbereitung? Ich habe da noch keins gesehen. Richtig. Das Buch soll aber in diesem Jahr noch erscheinen, im Jahr seines 50. Todestages.
Ich habe es nicht geschafft, zum 10. Mai hier auszulegen, und das wird also nachgereicht, dieses Buch, in diesem Jahr, in diesem Sommer. Ja, das ist ja sehr schön, denn das ist ja überfällig. Und wir haben ja die letzten Zeitzeugen, die da noch was darüber berichten können, wie gerade hier Elli Ludwig jetzt. Frau Ludwig, woher kannten Sie denn den Herrn Rosch? Wir haben bei ihm im Haus gewohnt, auf dem Deich, ja. Hier an der Oste? An der Oste, das stand ja ein altes, das haben wir ja dann abgerissen und mussten neu bauen. Dann in dem alten Haus haben wir mit ihm zusammen gewohnt, ja. Und deswegen sagt man immer Onkel Rosch, ne? Dann, ja, das so, das, bei uns war das eigentlich nicht so mehr dann. Nein? Nee, nö. Er wohnte, wir wohnten dann unten, er wohnte oben. Und ich weiß, da war so ein Zimmer von Bernd und von meinen Söhnen, Bernd und Uwe, da ging seine Treppe nach oben. Und in diesem Zimmer war früher sein Atelier. Und er wollte, hat dann immer da an die Tür gedonnert, und da wollte er immer noch wieder rein in sein. Und da waren wir ja inzwischen. Er war ja dann schon ein bisschen alterssenil dann auch. Ja. Und so haben wir ihn. Da haben Sie kennengelernt. Da haben Sie schon ein bisschen sehr alt nur kennengelernt. Ja, das ist schon. Ja. Ja, wir wissen aber ja noch, was wir tun, nicht? Aber ja, er wusste das eben. Ach so, auch das ist er. Ja, er wurde ja über 90 Jahre alt, ne? Er ist das. Fast 96. 96, ja. Einen Monat vor seinem 96. Geburtstag. Ja. Im Mai verstarb er, und im Juni hätte er seinen 96. Übrigens, die Bezeichnung Onkel Rusch ist eine Bezeichnung der Ostener, und zwar der verschiedenen Generationen. Der Generation meines Großvaters, der Generation meines Vaters und meiner Generation. Mhm. Und ja, bei mir ja auch. Ich sag mal, man hat immer zu den Leuten Onkel gesagt, die man so gut kannte. Und wenn man sagte, Tante Anna oder Tante Martha, das waren noch nähere Bekannte. Oder der Name Onkel war auf Nachbarschaft so. Ach so, das war Nachbarschaft. Mhm. Ja. Und Sie kannten den Herrn Rusch denn auch so richtig persönlich? Haben Sie ihn mal besucht, während er gemalt hat noch? Haben Sie ihn da mal beobachten können? Ja. Und das muss ja interessant sein. Ja, er ist, ich bin um 51 oder 52 zuerst dahin gegangen. Und zwar hatte meine Mutter ein bisschen Landwirtschaft, und dann haben wir ja geliefert, eben was wir abzugeben hatten, Milch, Käse, Quark, Eier und so. Ja, das ist ja ganz interessant. Und dann kriegt ihr auch immer ein Groschen Trinkgeld. Aha. Und wenn hier in Ostenmarkt war, im Frühjahr und im Herbst, dann durfte ich zu ihm kommen und kriegte 1,50 Mark. Das war damals sehr viel Geld. Ja, genau. Und er legte sehr viel Wert, dass man Danke sagte. Also er war sehr ihm so erzogen, und fand das auch gut, wenn man hinging und frei war. So. Ja. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich ein Bild haben möchte. Und er hatte sehr viele da stehen. Ja. Und da habe ich gesagt, danke Onkel Rusch, aber ich weiß es nicht. Ja, kannst du überlegen. Und ich wollte es nicht. Sie sagten mir nicht zu, die waren dunkel, die waren nicht in der Farbe, so wie ich sie gerne gehabt hätte. Man ist ja als Kind auch nicht so kunst. Nee. Begeistert. Mit 19 Jahren, sag ich mal, in die dunklen Bilder. Und dann hat er mir eins geschenkt und gesagt, aber zur Erinnerung nimmst haben du doch Sie das eins. Mit? Das habe ich mit. Ich weiß noch, wie zu sein, er hat sich ja verbrennen lassen, ne? Und dann war die Urne ja nicht da zur Beisetzung. Und ich sehe noch, wir wohnten im alten Haus, wie Schreiber. Was war Schreiber eigentlich? Was machte der? Der hat Friedhofpflege gemacht. Ja, Friedhof, ja. Wir waren da in Hilda auf dem Ort, so einen Kasten hoch vor unserem Küchenfenster hinten, und sagte, hey, ist Velador, sehe denn, da war er wieder zurück, denn, ne? Und dann sehen sie, ja, hey, wo alles nur Hamburg, nur der Lütten Tingeltangel, mein Mädchen. So hat man so sein. So hat man so sein. Die hatten die Urne in Cuxhaven in Zug gelegt, und sollte damals dieses Passburg Osten rausgenommen werden, beim Moorbahnhof, und dann hat der Schaffner, oder wer es auch immer, vergessen. Und dann musste die Erdbeerung vertagt werden, weil die Brande ja weitergefahren war. Und das ist ja jetzt das Bild, was Sie bekommen haben. Und jetzt freuen Sie sich, dass Sie es haben. Ja, es ist ein Ostner Motiv. Er zeigt das mal, wir dürfen nicht so wackeln, denn wir zeigen das hier mal. Ja. Ja, sehr schön. Wann ist das entstanden, etwa das Bild, Herr Richters? Wissen Sie das? Oder? Hier nicht. Es ist hier ganz zart signiert, aber ohne Datum. Aber wie gesagt, die Signatur hinten zeigt mir ganz eindeutig, dass es also ein frühes Bild ist. Also 1895. Wir haben drauf geschrieben, ein trüber Tag, Preis 200 Mark. Muss nicht so viel mit Fingern ankommen. Die Rusch,
Und dann hier Osten, an der Oste, Bezirk Hannover. Mhm. Ja, genau. Das war für Ausstellung irgendwo. Mhm. Richtig. Ja, der Rusch ist ja auch im Thieme Becker, habe ich nachgeschaut, ist er ja auch verzeichnet, weil er ja ein akademischer Maler war. Der Rusch ist im Thieme Becker deshalb drin, weil er an renommierten Ausstellungen teilgenommen hat. Mhm. Und zwar von der Weimarer Zeit im Verbund auch mit seinen Weimarer Lehrern und mit seinen Weimarer Freunden. Und er hat an allen renommierten Ausstellungen teilgenommen. In Düsseldorf, in München im Glaspalast, wo auch die Worpsweder berühmt geworden sind durch diese Ausstellung. Auch Rusch ist dort gewesen mit Bildern. Er hat ausgestellt in Hamburg ohnehin, aber auch in Berlin, große Kunstausstellung in Berlin, Düsseldorf, sagte ich, glaube ich, schon, und in der Weltausstellung in Chicago. Oh, das ist ja ganz, ja. Also er hat sich sehr umgetan und wohl auch dieses Miteinander mit den Freunden, wir haben da einige kennengelernt, das hat ihm auch Mut gemacht, sicherlich. Lehrer haben auch teilgenommen, seine Lehrer. Also das entfiel nachher, nach 1918, 1919 hat er noch mal kurz ausgestellt in Weimar, aber dann hat er sich an Ausstellungen nicht mehr beteiligt und ist in der Kunstwelt zumindest in Vergessenheit geraten. Nicht in Vergessenheit geraten ist er bei den vielen Heimatfreunden. Genau, richtig. Bei den vielen Sammlern. Mhm. Und da hat er ja auch schon seinen Wert, der ist ja schon ganz beachtlich geworden. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen und Sie haben erfahren hier über unseren Maler Dietrich Rusch aus Osten. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, vor allen Dingen bei Herrn Karl Otto Richters, bei Frau Elli Ludwig und ihren Namen vergesse ich immer. Christa Hollmann. Und Christa Hollmann. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis der Kunstberater wieder unterwegs ist.